Hallo Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Ich hab's ja schon letzte Woche Donnerstag gesagt. Ich wollte eigentlich ja was anderes machen, eine geile Minigame-Map mit paar anderen. Leider ist die nicht mehr zustande gekommen. Das will auf dem Server nicht laufen. Deshalb mach ich einfach mal dieses neue Minigame hier. Und wir hören schon Musik. Ping, 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 ping. Ich dachte, das wäre Pink. Ja. Die Runde ging ja schnell, sehr schnell rum und ich mach mal gerade bei mir ein bisschen leiser machen, weil ich nichts mehr verstehe. Also, um es mal zu erklären, um was zu erklären, ja, warum jetzt gerade länger kein Video kam. Dienstag war ich ein bisschen spät dran mit der Aufnahme, ich hab's dann doch nicht mehr hingekriegt mit den beiden Mongos. Wir haben so Sachen besprochen wie neues Hexit-Projekt und ja, die Musik, da nervt jetzt wissen. Ich drehe es mal bei mir ganz weg. Ja, und da wollten wir halt irgendwas Neues machen. Ich wollte trotzdem noch die Minigame-Map aufnehmen. Nur halt, dieser lief auf dem Server dann auf einmal nicht mehr ständig abgeschmiert. Und wie das jetzt aussehen wird, das Video für Dienstag, das kommt dann jetzt, wenn es gerade kommt, das seht ihr jetzt gerade dieses Video. Bei mir ist heute schon Donnerstag. Das Donnerstagsvideo, das kommt dann wahrscheinlich irgendwann am Wochenende mal sehen. So, nur gesagt dazu. Ihr seht hier das Spielprinzip. Im Hintergrund läuft bei mir Musik. Es kann sein, dass ich die dann, wieder mal ausblenden muss wegen GEMA und so. Und dann werdet ihr einfach mal keine Musik hören, oder ich werde es einfach komplett rausschneiden. Ja, dann muss einfach auf die Farbe, die dann oben angezeigt wird, hinspringen und dann da bleiben. Ist eigentlich ganz leicht. Die Runde hier ist dann noch gleich rum. Können wir schon gleich nächsten machen, dann brauche ich keine Katzen machen. Oder ich glaube, ich mach's doch. Also wir sehen uns dann gleich wieder. Oder ne? Doch, ist schon rum. Okay, dann. Sehen wir uns trotzdem gleich wieder, weil die ganze Lobby ich dann gern rausschneiden. Bis gleich. Und hier sind wir auch schon wieder zurück. Hier können wir uns jetzt hier einen Song auswählen, also dafür abstimmen. Hätten hier Vote for Copyrighted Songs, Vote for YouTube Friendly Songs. Ach ja, nur zur Info. Ich bin auf meinem zweiten Bildschirm jetzt im Browser oder eine Karte da von der Map. Also, mir springt jetzt nicht immer was. Was sind gerade, also um Timber, ja. Alles copyrighted. Was gibt's da so? YouTube Friendly. Also, nichts wirklich Gutes, das ich kenne wie. Levels kommen. Ich dachte jetzt vielleicht zu Sachen wie Packboard Nerds oder Tristam. Ach ja, übrigens, ich habe jetzt auch mal selber ein kleines Album rausgehauen. Ich mache ja wieder immer ein bisschen eigene Musik. Und habe ich jetzt mal ein kleines Album rausgehauen. Das ist Ende März erst erhältlich. Link findet ihr irgendwo bei mir auf dem Kanal. Und könnt ihr mal reinhören, wenn es euch gefällt. Könnte mich damit ja unterstützen. So viel dazu, das Spiel geht jetzt schon gleich los. Ach, das ist das da grün. Dieses grün, okay, gut, das ist immer so ein bisschen dumm mit den Farben hier. Und ich wette. Ah, Musik muss ich wieder leiser drehen. War das nicht Purple? Oh Mann. Hat der Streifen da? Ja, geil. Ja. Also ich werde wie jetzt wahrscheinlich auch wieder mal die Musik rausschneiden müssen. Weil GEMA und alles. Obwohl, vielleicht habe ich Glück und ich will es nicht drauf ankommen lassen. Mal sehen. So, wir sehen uns dann gleich wieder. Ciao.
Verbindung trennen. Und hier sind wir wieder zurück. Ich habe schon abgestimmt. Mal sehen, was geworden ist. Ah, Skrillex, geil. Na, da freut mich das schon drauf. Kopfhörer sind wieder ein bisschen leiser gedreht. Jo. Das geht gut ab. Rot, 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 rot. Da. Wenn nur diese Unterbrechung nicht wären. Hm. Da muss ich doch ein bisschen lauter machen. Jupp. Oh, könnte ich doch gleich hier stehen bleiben. Okay, wegen der Musik werde ich dann nur in diesen kleinen Pausen vielleicht was sagen. Oder so. Ist halt ein bisschen schwer. Normalerweise blende ich die Musik ja immer erst im Nachhinein ein. Mit Musik aufzunehmen ist einmal schwer, dann es richtig einzupegeln. Nachher hört man nichts mehr. Und zum anderen ist es auch, ja, wie gesagt, mit dem Kommentar ein bisschen leichter. Und ich muss mich ja enorm konzentrieren. Ich mache hier die Karte bei mir wieder auf. Gut. Oh Gott. Pink, pink, pink. Oh Gott. Oh Gott. Rot, rot, rot. Hier scheint eine ganz schön gute Runde zu sein. Gelb, gelb, gelb da. Weiß. Das ist ja eine richtig geile Runde. 9 Punkte haben wir schon, geil. Purple, purple. Was war das denn jetzt? Das rosane war es nicht, das hellrosane da war es auch nicht. Also ehrlich. Ich glaube, mit der Beleuchtung kann man es hier vielleicht noch ändern, aber. Ey, wir sind auf dem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Platz gelandet. Na, zwei Runden lagen wir hinter dem ersten Platz. Ist ja auch nicht so schlimm. Waren schon ganz schön gut, muss ich sagen. Ich glaube, eine Runde könnte ich noch hinten dran packen, damit das Video nicht allzu kurz wird. Ich will es aber nicht allzu lang werden lassen. Und bei mir hängt es gerade irgendwie. Ah, hier ist es wieder. Ja, ist hier nicht automatisch Silent Hub ist. Muss man immer erst von Hand einstellen, das laggt immer enorm. So, die Karte hier wieder aufrufen. Die scrollt sich irgendwie immer so hoch. So, ich glaube, jetzt kann ich auch hier mit Lautstärke ein bisschen besser einstellen. Erstmal hier aufdrehen, Kopf und Kopfhörern. Drehen wir hier. Volume ganz. Ne, ich lasse es besser. Spätestens beim Bearbeiten wieder ein bisschen schwieriger. So, ne, ist. Komm, wir lassen uns einfach wieder überraschen, was da so Tolles rauskommt. In der Zwischenzeit will ich euch vielleicht mal noch was von dem Hexit-Projekt erzählen. Ah, ne, erstmal was anderes. Mit dem Kanal der Woche. Da habe ich in der Videobeschreibung und auf meinem Kanal ganz oben unterm Banner findet ihr ja den Link zum Kanal der Woche. Ihr könnt euch immerhin noch bis. Ja, eigentlich. Unendlich lange bewerben. Ich werde mir euren Kanal angucken. Ach, demnächst auch so Sachen wie Blogs, Instagram-Profile und also alles Mögliche halt. Wenn es auch mir gefällt, dann werde ich das Ding auch mal zum Kanal der Woche machen. Nur mal so zur Info. Oh, Ghostbusters. Hellblau. Weiß nicht, welches. Das ist gut. Ghostbusters kann ich selber auch gut spielen. Ich habe mal bei uns in einer Band gespielt. Beziehungsweise. Okay, das war richtig peinlich, dazu gesungen. Ja, das war wirklich peinlich, das muss ich sagen. Zum Glück gibt's kaum Aufnahmen davon. Gelb, gelb, gelb. And something strange in the neighborhood. Neighborhood. Oh, can you call? Yeah, it was Ghostbusters!
Immer diese Geisterbastards. Ghostbusters. Oh Gott, das ist eng. Grau, 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 grau. Das war doch grau! Das war doch eindeutig grau, ihr habt es gesehen in der Aufnahme, das war grau. Was soll das denn jetzt? Och komm, dann machen wir mal irgendwas, was geil ist. Die Musik läuft im Hintergrund da immer noch weiter, die mache ich dann mal zu mehr Spieler. Ja komm, ich zeige euch mal das. Noch hier habe ich so ein bisschen mit Dingens, also hier so ein bisschen mit World Painter, ne, nicht World Edit, World Painter gearbeitet. Sehen, ob Minecraft abschmiert. Nö. Ich war ja selber nicht drin, weil das Ding wieder mal sofort abschmiert. Ich kann es mal gucken. Gerade wenn ich einen Kill-Befehl verwende, lande ich auf einer Druckplatte. Da kommt es dann immer sofort zum Absturz. Ja, so eine ganz komische Random-Clock. Dann ist der Spawn. Nehme ich jetzt mal an. Ich habe das Ding ja noch nie gesehen, vor allem noch nie ganz durchspielen können. Aus diversen Gründen. Ach ja, hier hing noch mal so ein riesengeiles Bild. Auch hier die ganzen Unblöcke. Kann sein, dass ich hier im ich war hier im Snapshot drin und jetzt alles kaputt gegangen, weil das im neuen Snapshot nicht mehr unterstützt wird. Tja, daran liegt's also. Gut, haben wir das Ding gefunden. Ich glaube, ich mache jetzt noch Heidensieg, Survival Games, Eurobrine, Heidensieg. Ja, komm, genau. Oder, ja, komm. Wahrscheinlich jetzt so schnell eine Runde dahinter. Wir sehen uns gleich wieder. Und jetzt sind wir auch schon wieder in der Lobby. Ist ja wirklich super, was es hier so zu sehen gibt. Ich meine, das ist für mich ja gefärbter Lehm und, boah, geil, hier. Roter Lehm. Nee. Redstone-Lampen. Das, ne, sie müssen Meister gebaut haben. Von hier wurde ganz bestimmt kein World Edit oder so verwendet. So, es wurde bestimmt von Hand gebaut, das hier. Genug, schleimt. Wir sehen uns gleich wieder, denn ich mache hier einen kleinen, ja, ganz kleinen Cut. Sind ja nur noch 30 Sekunden. Bis gleich. So, Villa, Wellensblock aus dem Blumentopf, den finde ich persönlich nämlich geil, weil so klein. Okay, weil in den meisten Blumentöpfen auf der Map dann Blumen drin sind und bei dir dann eben nicht. Das ist dann doch, wenn du solid bist, ist dann auffällig, aber sonst, man sieht dich eben schlecht. Und hier sind wir auch schon. Wir gehen hier erstmal da rein. I am nothing ist bestimmt Seeker. Komm, ich geh jetzt einfach mal hier hin. Das ist eigentlich geil versteckt, weil Blumentopf, man sieht dich schlecht. Sag ich, die Luft weg.
Ja, scheiße, sie geht weg. Kommt kein Schaden. Aber nee, wenn man da reinguckt, dann sieht man sofort, dass hier ist ja kein Wasser mehr. Doch ein bisschen schlecht. Aber ich glaube, ist eigentlich ganz egal. Nichts los hier. Oh, habe ich jetzt erschrocken? Ja? Gut. Hier ist was. Hier ist doch was. Sehe aber keinen Namen. Scheiße. Ach doch, da ist was. Ist da oben im Raum vielleicht was? Ich weiß das Versteck hier ist eigentlich narrensicher. Allerdings unter zwei Bedingungen. Bedingung 1 ist, sie kennen kein Schwein und Bedingung 2 ist, hier kommt doch niemand rein. Sobald, aber die meisten, die hier spielen, die kennen die Map schon, weil die auch schon ein bisschen älter ist. Und wenn hier jemand reinkommt, dann sieht es sofort, dass hier Wasser fehlt. Also. Jetzt hat uns aber noch niemand. Kann man das eigentlich auch da hinstellen? Ja, das sieht man einen sofort. Oder ich kann es natürlich auch vermeiden, Zolle zu werden. Nein, das Ding, der ist immer noch da. Tja. Aber die Hitbox ist dann eben sehr klein. Mal gucken. Wieso sollte doch einem angezeigt werden? Hier ist unsere Hitbox. Aber für andere Spiele sieht das halt wieder ganz anders aus, weil finde ich ein bisschen schade hier an Hide and Seek. Man sieht sich nicht selber als Block und hier kommt was. Ist direkt neben mir. Da ist eine Wand neben dran. Oder? Was denn? War da gerade was? Bin vielleicht gerade gegen die Wand geschlagen? Könnte gut sein. Sind jetzt ja solid? Was soll denn das? Irgendjemand spielt hier rum. Oder hier ist jemand im Raum. Nein, nein, nicht reinkommen. Na. Sieht er uns? Ich glaube, er sieht uns gar nicht. Der hat uns, glaube ich, gar nicht gesehen. Na, schade. Komm, die Runde hier machen wir noch fertig. Letzte Dreiviertelminute. Ist immer schlecht, mit dem Holzschwert einen Sieger, der ein Diamantschwert anzugreifen. Denn was du da vielleicht mit 5, 6, 7 Schlägen machst, macht der mit einem. Und stopp. Grenzt die Hitbox da an Cheaten? Weil ich sehe da ja dann die Hitbox. Ne, die Blöcke werden dann ja, glaube ich, mir nicht als Entity angezeigt, von daher dürfte das gehen. Mal gucken. Also in nicht-nerdiger Sprache, ich sehe es nicht. So, gucken. Ist hier drin was? Ja, da. Es wird mir angezeigt, es wird mir angezeigt, wie gut.
Warum haben wir nicht. Ich konnte ihn nicht schlagen. Moment mal, war das nicht im letzten Video von Tuttle, dass er da auch die Seeker nicht mehr schlagen konnte? Ich glaube, es war mit GLP oder mit Zombie, falls er konnte da keine Werkbänke schlagen. Auch alles ein bisschen komisch. Ich mache hier Schluss für heute. Ciao.